Ausrüstung, Workflow ist nächstes große Thema. Mit welcher Ausrüstung hast du angefangen? Oh, das war tatsächlich ein JVC Camcorder. Also damals schon digital, ja. Aber ja, Qualität natürlich nüchtern. Aber es hat's getan für die anfänglichen Sachen. Sehr, sehr wackelig alles am Anfang noch. Es gab ja noch keine Stabilizer oder sonst irgendwelche Möglichkeiten, was zu machen. Wir haben alles aus der Hand gefilmt. Aber es war aber tatsächlich ein JVC Camcorder damals mit einem Klappdisplay. Und weitergemacht, dann direkt umgestiegen auf Panasonic GH3. Ah, okay. Und ja. Die hast du jetzt immer noch? Nein. Die GH3 habe ich damals verkauft. Ich war irgendwie mit diesem Micro Four Thirds nicht so zufrieden und bin dann auf Vollformat umgestiegen, direkt auf 5D Mark III und dabei geblieben. Nee, falsch. 5D Mark II und dann 5D Mark III. Stimmt, so. Du hast eine 5D Mark III, ja. Stimmt. Ja, und eine C200 soll es noch nicht werden. Nein. Bis jetzt noch nicht. C200 war mir auch immer zu groß, ehrlich gesagt. Also ich wollte immer so kompakt wie möglich bleiben. Ist sie ja, die ist ja nicht groß. Naja, vom Body her und mit Objektiv und so ist die ja dann schon relativ groß, muss man ja schon sagen. Schwer, also ich habe die nicht, Damien hat mir das erzählt, er sagt schwer ist das Dingen. Aber ja. Aber er sagt das mega cool, also kannst du alles dran bauen und okay, also das ist, glaube ich, weiß auch noch nicht genau, es gibt ja tausend Bildqualität ist halt hervorragend, ja. Und kann man überhaupt nichts sagen. Mir war nur immer wichtig, irgendwie so kompakt wie möglich. Und da sind ja jetzt die Sony natürlich auch die beste Wahl, ja, muss ich sagen. Ich bin nur bei Sony immer so am Hin und Her überlegen, soll ich umsteigen, soll ich nicht. Ich bin halt immer noch begeisterter Canon-Fan und alleine die Skintones sind halt so eine Sache, was mir halt an Canon wahnsinnig gut gefällt. Das kriegt auch kein anderer so hin. Das ist so. Ja, das ist so. Ja. Das ist, glaube ich, so. Auch. Ja. Und hast du auf deiner 5D Mark III, hast du da diesen, es gibt da so verschiedene Applikationen, die man dort installieren kann, damit die über diese 30-Minuten-Grenze kommt und damit du dieses Cinema-Dings machen kannst. Nee. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie das Ding heißt. Ich hab's selber mal. Magic Lantern? Ja, genau. Nee, Magic Lantern auch noch nie benutzt. Okay. Also noch nie genutzt. Viele haben schon gesagt, oh ja, du kannst auf einmal jetzt in RAW shooten und so. Das geht, ich, ja. Ja. Aber damit machst du die Kamera kaputt. Ehrlich gesagt, am Anfang, als ich diese Kamera gekauft hatte, hatte ich da so ein bisschen Schiss, ja, dass es mir irgendwie mein komplettes System zerfetzt. Ja, glaube ich. Weil das ja hieß, irgendwie, ja, wenn man das aufspielt und falsch aufspielt, dann kann es sein, dass die Kamera nicht mehr funktioniert. Ist so. Und da war ich wirklich ein Schisser. Ja, ist so. Ist völlig so, ja. Ich habe es bis jetzt auch nie gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Also um die Länge ging es bei mir nie. Die Länge war immer. Bei Trauungen war so das Einzige, wo ich mal was Längeres gebraucht habe. Und da bin ich mittlerweile so routiniert, dass ich eben nach circa 25 Minuten einen neuen Take mache und das dann nachher schön zusammenschneiden kann. Und sonst arbeite ich ja wirklich nur in Schnipseln. Ja, mache ich auch. Aber wie machst du das? Trauung ist ja bei mir, ich bin in der Trauung nur immer hin und her springen. So geht mir das. Also ich habe 3 Kameras auf der Trauung und springe von einer zur anderen. Wie machst du das? Wie viele Kameras hast du? 2. Also ich habe eine Weitwinkel, die positioniere ich irgendwo, wo ich denke, da komme ich gut hin und kann dann den Neustart machen zur Not. Und die ist auf 24 mm und der Rest mache ich alles mobil mit Einbeinstativ und laufe dann auch in verschiedene Perspektiven und schneide dann eben, wenn ich dann am Laufen bin, in die 24 mm rein. Okay. Cool. Welche Programme oder verwendest du? Schnitt, Sound, Effekte, was hast du da? Ja, also Sound mache ich gar nicht mehr extern, das mache ich alles intern. Habe mit Premiere angefangen jetzt, richtig zu schneiden habe ich dann mit Premiere und bin dann erstmal auch dabei geblieben. Dann hieß es ja, du musst umsteigen. Was denkst du, worauf bin ich umgestiegen? Ja, auf Final Cut wahrscheinlich. Ja, richtig. Ich bin auf Final Cut umgestiegen, weil alle mir dazu geraten haben, um mir umzusteigen. Jetzt bist du wieder bei Adobe.
Nein, ich bin nicht mehr zurückgegangen. Ich habe es auch kein Stück bereut. Also der Workflow ist einfach auch viel flüssiger. Was mich ein bisschen nervt, und das können viele auch nicht verstehen, wenn ich mich mit Kollegen unterhalten habe, ist diese magnetische Timeline. Es war irgendwie was mich immer gehindert hat, oder auch heute noch am kreativen Arbeiten. Das kann man ja auch noch umgehen, dass man am Anfang eben diese magnetische Timeline einfügt. Aber es war am Anfang schon echt schwierig, damit zu arbeiten. So. Aber sonst sehr flüssig und sehr schöne Wiedergabe und mega schnell im Rendering. Also ich habe es keine Sekunde bereut. Ich habe jetzt extrem viel gelernt von dem Sebastian und der hat mir erzählt zum Beispiel an, wenn du einen Mac hast, ist Final Cut genau auf die Sachen ausgelegt und deswegen funktioniert Final Cut perfekt auf Mac. Ja. Und Adobe ist eigentlich mehr so das Windows-basierte und deswegen funktioniert das besser auf Windows. Da ich mehr so der Windows-Typ bin, habe ich halt Adobe. Das ist bei mir noch so drin. Ja. Aber das sind eigentlich die beiden großen Programme. Was ich an Adobe cool finde, du hast halt den, mein Gott, Premiere drin, du hast den Audacity drin, wo du den Ton nochmal separiert, nochmal schön angleichen kannst, perfektionieren kannst. Du hast den After Effects drin, wo du richtig, richtig geile Effekte machen kannst im Hintergrund. Das ist so das, was mich da noch bei Adobe hält. Aber ich bin auch schon, habe auch schon. Aber überlegen, ob ich mein iMac hole und dann Final Cut, weil er sagte, es gibt nichts Besseres. Jeder Filmemacher schneidet eigentlich damit, weil es einfach am flüssigsten läuft. Mit zusammen jetzt in Kombination mit DaVinci Resolve. Ja, also DaVinci Resolve habe ich am Anfang mal versucht zu nutzen, war mir von der Oberfläche ehrlich gesagt zu kompliziert. Kann man halten davon, was man will. Die einen sagen, ja, okay, ist eine der besten Software oder Programme überhaupt, auch für Color Grading. Ich komme mit den Sachen aus, mit denen ich angefangen habe und habe damit weitergemacht, konnte das jetzt gut übersetzen, auch gut übernehmen und hatte damit eigentlich auch überhaupt gar keine Probleme. Also das Einzige, was ich an Adobe immer cool fand, war, dass es kostenlose Updates gab, die dann eben auch, wo wirklich auch was Hochwertiges da rüberkam und wo man dann wieder neue Sachen ausprobieren konnte. Dass so dieses Optical Flow kam ja dann irgendwann, wo man gesagt hat, wow, jetzt kann man auf einmal hier 24 P zu einer schön flüssigen Slow-Mo-Aufnahme machen, ja. Hat da auch teilweise funktioniert. Aber da gab es halt immer wieder auch Sachen, wo ich so dachte, ah, okay, die versuchen wirklich auch den Endkunden da was Gutes zu liefern. Und der Support war eigentlich auch immer gut. Aber ich muss trotzdem sagen, nach dem Umstieg habe ich wirklich gedacht, Adobe ist wirklich da nochmal hinten dran. Es liegt wohl auch, dass es auch dran, wie du sagst, dass es eben auf diesem Windows-basierenden ist und Windows eben so viele mit so vielen Komponenten arbeiten muss. Die Treiber sind ja irgendwie, es gibt zig verschiedene Treiber, mit denen Windows versucht irgendwie zu arbeiten und dann gibt es halt hin und wieder einen Absturz und bei Apple gibt es halt nur diesen einen Treiber und es gibt halt wirklich nur alles auf Apple basierend und deswegen ist es einfach auch verlässlicher und für mich natürlich als jemand, der damit arbeitet und Frust vermeiden will, hervorragend, ja. Ja, ich habe auch schon viel, viel Frust gehabt. Aber ist egal. Machen wir Ja. weiter. Was möchtest du dir als nächstes noch kaufen? Ja. Als nächstes kaufen. Da gibt es so viel. Da gibt es so viel. Aber also die nächste Anschaffung, die ich mir wirklich machen will und die auch dann effektiv für mich fürs Arbeiten ist, ist das Ronin S. Also von DJI, das Ronin S, weil ich gesagt habe, ich will von diesem Großen wirklich weg. Ich arbeite bislang noch mit dem Ronin M. Und ja, muss sagen, es ist wirklich, wenn du mal schnell irgendwie was rausholen möchtest, fast nicht machbar. Ich bin mittlerweile so schnell, dass ich innerhalb 10 Minuten das Ding aufgebaut habe, aber selbst das kann manchmal einfach zu lange sein, wenn man mal kurz was ja, aufbauen will. Und dann habe ich mir einfach vorgenommen, dass ich dann eben eine feste Kamera habe, die habe ich auf dem Ronin drauf und das Ding ist eingepackt und wenn ich es mal schnell schnappen will, Platz ist natürlich auch, wenn man im Auto oder in der Tasche Platz braucht, da bin ich jetzt auch mit der Mavic super, super zufrieden. Da hatte ich am Anfang noch mal einen extra Koffer irgendwie mit dabei und es hat natürlich so viel Platz auch weggenommen und auch man muss das Zeug mitschleppen und ich versuche einfach
so kompakt wie möglich zu arbeiten, und da gehört einfach auch ein kleines Gimbal dazu. Warum Ronin S und warum nicht den Queen? Das ist eine gute Frage. Wir haben viel gesagt, dass der Ronin schwerer sein soll, auch doppelt so schwer irgendwie wie der Zion. Für mich war einfach DJI schon immer irgendwie ein Qualitätsprodukt, wo ich dahinter stehen konnte, wo ich gesagt habe, okay, das ist verlässlich, da, mit dem kann ich gut arbeiten. Die sind auch gut im Bereich mit, es gibt ja diese App dann, mit der man das Ganze ansteuern kann, wo man nochmal extra dann austarieren kann. Und es war für mich immer so eine Sache, ich muss mich auf mein Equipment an dem Tag verlassen können. Hast du dann schon mal gehört, dass das Quay nicht funktioniert hat, oder? Nee, habe ich nicht gehört, aber don't change a running system. Und wenn man sich einmal auf was verlassen hat, dann will man das eigentlich auch nicht missen. Das ist genauso wie bei Canon, ja. Also ich habe ich arbeite nur mit Canon-Objektiven, ich arbeite nicht mit Sigma oder anderen Tamron oder andere Hersteller, weil ich mich immer auf dieses feste System Canon verlassen wollte oder verlassen habe. Ganz davon abgesehen, dass ich den Look auch einfach schöner finde von den Linsen. Aber so ist es eben bei Vergleichsprodukten auch. Wenn ich jetzt zu Stabilizern gehe, dann würde ich eben eher dann auf DJI-Produkte zurückgreifen. Okay. Wusstest du, dass Canon den besten Support hat? Wer hat den besten Das Support? Canon. Canon? Der Ferdi hat mir das in einem Podcast erzählt. Ich stand da mit offenem Mund. Ist so, echt? Wenn du ein großes Fußballstadion hast, dann ist da irgend so ein Canon-Auto im Hintergrund. Und wenn du so eine Platin-Gold-Premium-Karte hast, kannst du da hinlaufen, sagst hier, mein Objektiv ist kaputt, gib mir neues. Das ist Ja, so der ehrlich? Sup ja, das ist so der Support von dir. Das ist unfassbar. Auf die Kamera. Ja, gib mal eine neue, weil Akku ist platt. Ja, hier. Also ich habe da mal tatsächlich von der WM so ein Bild gesehen von so einem Bus, ja, wo die auch eben so Regale drin hatten, und dann waren dort diese ungelogen 50, 70, 200 drin, ja. Es kann schon gut möglich sein, dass sie das machen. Das Also ist so der ich bin Support, auch ne? von dem Support Canon bin ich zufrieden. Da gibt es ja dieses CPS dann. Da kann man seine Bodies und Linsen kostenlos reinigen. Also das macht ja kein anderer Hersteller, glaubst du, ne? Cool. Also ja, ich bin nämlich selber, ich habe dich extra gefragt, ich habe selber am Überlegen, ob ich mir den Ronin S hole oder ob ich mir den Quain hole, weil der Quain hat jetzt zurzeit noch viel mehr, da sag mal schnell, viel mehr Zubehör. Was sinnvoll ist, was der Ronin S noch nicht hat. Zum Beispiel Okay. mit einem Monitorhalter, mit einer Mikrofonhalterung und sowas. Also das hat der Ronin S, glaube ich, jetzt aktuell immer noch nicht. Der ist ja gerade erst rausgekommen. Den gibt es ja jetzt erst seit September zu kaufen, und Ja. also in Deutschland und Österreich, Schweiz, ja. Ja. Aber dafür andere spannende Features. Ja, mit diesem Rolling, was meinst du? Ja, Ja, das genau. Zum hab. Beispiel, oder was war da noch? Da war noch irgendwas, also mit dieser M-Taste, dass du umwechseln kannst, eben von diesem, diese zwei Modusse, das fand ich eigentlich ziemlich Was cool. der Osmo auch hat, ne? Wo du dann klack, klack und dann siehst du Ja. dich selbst. Ja. Ja. Ja, cool. Ja, Also. ich überlege auch noch. Und der Akku ist halt besser vom Ronin S. Das ist halt für eine Videografie, wenn du auf der Ja. Hochzeit bist, macht das auch Sinn. Weil Akku, du wirst es kennen, ich bin umgestiegen ich kann das mal zeigen, auf diese Akkus, weil Ja. das kleine Canon, das hat nicht lange gehalten. Ja. Okay. Deswegen habe ich das so umgebaut, ja, mit so einem Adapter. Nee, ist ja. Also, Also der Ronin M auch unschlagbar. Also im Akkubetrieb mache ich damit ganz sicher. Und also ich nutze ja das Gimbal nicht so viel, aber ich habe schon drei, vier Hochzeiten hintereinander mit einem Akku gemacht. Das geht ganz locker. zum Schnitt. Wie viele Tage rechnest du für deinen Schnitt? Also wenn du jetzt Effizienz, Effektivität, also Workflow, was rechnest du jetzt bei deinem Produkt Hochzeitsvideo für den ganzen Tag? Sag ich mal, maximal hast du 12 Stunden wahrscheinlich. Was rechnest du Ja. da an Schnittzeit ein? Ich begrenze mich da nicht. Also, ich habe noch nie gesagt, ich muss in einer bestimmten Zeit irgendwie fertig werden. Ich habe natürlich irgendwie so eine Deadline, wo ich auch sage, ja, jetzt mal gut so. Irgendwann muss man dann auch mal in die Pötte kommen. Es gibt wirklich so
Tage, wo ich ewig lang an einer Sequenz rumhänge, wo ich mir denke, ey, das kann doch nicht sein, ich muss es doch jetzt irgendwie anders hinbekommen, ja. Also ich mache wirklich so lange weiter, bis ich dann auch mit dem Endergebnis zufrieden bin. Wir reden jetzt von dem Highlight-Film, richtig? Ja, also generell, du hast Also, ja von dem weil ganzen ich habe Schnitt. ja, also ich habe ja das Hauptprodukt ist ja bei mir der Highlight-Film und ich gebe aber zusätzlich dann auch noch Reportagen raus, wenn die das zusätzlich buchen wollen. Wenn wir aber vom Highlight-Film reden, dann brauche ich circa, also ich setze mich immer zwischen 5 und 6 Stunden täglich ran. 6, 12, 18, 24, ja. 4 bis 5 Tage brauche ich schon, ja. A, Ja, 6 Stunden. ist realistisch, ja. Ja. Und dann natürlich noch Songauswahl. Das kann sein, ich brauche 5 Minuten, es kann sein, ich brauche 5 Tage. Ich Ja, habe es mir da also. vereinfacht. Ich weiß, was du meinst. Ich habe es mir vereinfacht. Ich nehme die Songs von den Brautpaaren. Weil, also Okay. nicht das, was ich offiziell stelle, meistens nicht, weil das ist ja wegen Lizenz und so. Ja. Aber wenn ich Zeit habe nebenbei, dann suche ich mir schon mal Songs aus. So mache ich das. Ich suche mir nicht einen Song aus, wenn ich das Video habe, sondern meistens vorher schon. Dass ich dann Okay. einen Track liegen habe und sage, wenn ich ein nächstes schönes Hochzeitspaar habe, dann nehme ich den Track auf jeden Fall dafür. So versuche ich Ja. das. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkommen würde, weil ich könnte natürlich eine Auswahl schicken, aber ich habe dann schon immer so eine grobe Vorstellung, wie es nachher am Ende auch sein soll, dass es natürlich dann auch zu meinem Stil passt. Ich habe bis jetzt immer sehr, sehr ja, dramatische, orchestralische Streicher, irgendwelche Sachen, die halt irgendwie zu meinem Stil gepasst haben, gemacht. Jetzt vor kurzem hatte ich eine Hochzeit. Da hätte es nicht gepasst. Ja, es hätte einfach nicht gepasst. Und ich habe lange gesucht, auch nach einem Titel, und habe dann aber auch das Perfekte für das Paar gefunden. Und ich glaube, das ist so das Wichtige, dass, egal wie man es jetzt macht, ob man es macht wie du, ja, dass du sagst, okay, das Paar muss zufrieden sein, es muss zu dem Paar passen, lasse ich das Paar doch selber irgendwie die Musik auswählen. Oder wie ich, dass ich sage, okay, ich schätze das Paar irgendwie ein, schau mir die Hochzeit an, wie ist die Hochzeit verlaufen und was könnte denn zu dem Paar passen, was bewegt die vielleicht auch persönlich. Auf dieser Hochzeit war jetzt zum Beispiel so ein Sänger, der hat so Jazz, ja, viel Jazz gesungen und wo ich mir so dachte, ah, okay, vielleicht könnte das auch in die Richtung gehen. Und da habe ich so einen richtig mega coolen Jazz-Titel gefunden, ja. Und hat halt gepasst wie Arsch auf Eimer, ja, also dann Cool. am Ende. Eine Frage, die hat mir ein Podcast-Zuhörer gestellt. Und zwar, wie erreichst du mehr Effizienz und mehr Effektivität? Also, wie erreichst du, dass du mehr Filme machen kannst, damit mehr Geld verdienst, mehr Freizeit hast und weniger Stress? Puh. Also das mit der Effizienz ist so ein Thema, da ich glaube, da bin ich nicht wirklich der richtige Ansprechpartner dafür, weil ich relativ viel und lange arbeite, ja, für das, was am Ende rauskommen muss. Ich stecke da meine ganze Energie rein und meine ganze Passion. Für mich ist immer wichtig, dass das Endprodukt stimmt und dass ich selber das Ding auch noch 10-mal angucken kann, ohne da dann zu kotzen, ja. Also am Ende ist es ja immer so, irgendwie auch bei Musikern, die nehmen ja dann irgendwie irgendwelche Musikstücke auf und am Ende denken sie, oh, ich kann das Ding nicht mehr hören, ja. So. Und bei mir ist es so, ich wollte einfach schon immer irgendwelche Sachen erschaffen, wo ich auch nach 10-mal noch davor sitze und denke, geil, da hast du irgendwie was geschaffen fürs Leben. Und Thema Effizienz ist ja ist so ein Streitthema. Ist es unbedingt notwendig, in dem Bereich effizient zu arbeiten? Weil ich kann auch sagen, so in meinem, also aus meiner Perspektive, ich muss nicht unbedingt effizient arbeiten, weil ich sage, ich mache nur 10 Hochzeiten im Jahr, ja, das begrenze ich auch. Ich suche mir die Hochzeiten aus, aber die müssen halt einschlagen. So. Und da muss ich halt auch 100% dahinter stehen. Und klar sind die Preise dann da auch dementsprechend höher, ja, damit ich auch dann irgendwie noch ein bisschen was dazu verdiene. Ich finde die gar nicht so. Wir hatten ja mal über Preise gesprochen, aber ich finde deine Preise gar nicht so hoch. Also ich finde die genau angemessen. Ich finde sie nicht übertrieben, sondern ich finde für die Arbeit, die dahinter steckt, Ja. finde ich es total angemessen. Aber da würde ich gerne später nochmal im Bereich Marketing Ja. nochmal drauf eingehen.